Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime 3. Ich habe gerade so hässlich gesagt. Hallo und hässlich willkommen zurück. Genau. Ja, in der letzten Folge sind wir nur ein bisschen rumgedackelt und haben nicht wirklich Produktives gemacht, außer uns schon mal so ein bisschen Upgrades geholt. Nämlich hier drin in diesem Raum, glaube ich, war noch ein Missile-Container. Und jetzt wollen wir dahin, um uns ein Upgrade für unser geiles Schiff zu holen. Warum geil? Weiß ich nicht. Das ist ein geiles Schiff. Guckt es euch doch an. Ja, sehr gut. Okay, so geht das eigentlich mit der Sensorleiste. Nur ist das Problem rechts. Na doch, wenn ich so sitze, geht's wieder. Ich darf nur nicht so ruckartig rüber. Aber das darf ich, glaube ich, bei der Originalkonsole auch nicht. Also, was heißt Original? Ist ja Originalkonsole, aber auch wenn ich einfach am Fernseher spiele. Ihr wisst das Problem. Es ist einfach so, dass ich am Schreibtisch sitze, die Sensorleiste unter meinen Schreibtisch ganz in die Ecke gestellt habe. Und ich jetzt so ganz schief sitzen muss, damit der Pointer den überhaupt erkennt. Das hat das Negative am Schreibtisch sitzen. Dafür ist das Mikrofon deutlich besser ausgerichtet. Und allgemein noch ziemlich doll, viel bequemer. So, Upgrade. Ich glaube, ich kann hier einfach ruhigen Gewissens durchrennen. Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Genau, wir haben uns ja im letzten Part das eine Ding da geholt. Ihr seid keine anderen? Nein. Also könnt ihr euch getrost verpissen. Mein Kopf juckt gerade. Ja, meine Stirn eher gesagt. So, mach die Kaktür auf, verpixelt. Aua. So, dele. Geh weg. Scheiß Echsenviech. So, ich denke mal, ich muss hier hin. Die war ja das Schiff, nicht wahr? Ich gehe da einfach mal rein. Oh, jetzt guckt meine Stirn so. Was soll das denn? Denn da war ja eine Eistür. Ich kann mich zwar nicht erinnern, diese Eistür jemals gesehen zu haben, aber... Hey, egal. So, während ich ein bisschen Schüsse in den Rücken kriege. Ich hatte übrigens gerade am Anfang der Folge wieder das Problem, dass alles irgendwie so übelst rumgeleckt hat. Ich ein paar Minuten oder ein paar Sekunden warten musste, dann plötzlich alles wieder gerade war. Keine Ahnung, was das Spiel ist heute. Ist wohl öfter so. Damit kann ich aber leben. Solange das nicht mitten in der Folge passiert. Los, mach die Tür auf. Dankeschön. So. Ach ja, stimmt, stimmt. Hier waren wir ja. Ja, oh, 300 Gegner eliminiert. Ach ja. Das alte Problem. Mit diesen Freundesdingern, die können wir eh nicht einlösen. Leider, ich werde trotzdem mal versuchen. Ich wollte mich mal im Internet informieren, deswegen auch. Welche es denn so alle gibt. Und hallo Viech, bist du ein Scan? Nö. Wie man das so ein paar holen kann. Einen weiß ich noch, der war ganz lustig. So, und der schleudert mich jetzt voll nach unten. Oder nach oben. Wer baut denn sowas dahin? Das ist total dumm. Einfach nur, damit er da ein Loch reinballert. Ganz toll. Naja. Ich will mal nicht so wählerisch sein. Ah, ja. Das ist hier diese, genau, Schiene. Ja, kennen wir schon aus Metroid Prime 2. So eine Walljump-Schiene, wo ich dann so richtig schön ran screwen darf. Okay, das heißt aber wirklich, dass wir die Screw-Attack hier noch bekommen. Ich war mir nicht ganz sicher. Das müssen wir unbedingt nochmal scannen, sobald ich das zugehörige Item habe. Hallo, Typi. Ich habe das böse Gefühl, dass du gleich lebendig wirst. Das wäre ziemlich kacke. Und du wirst mit Brenngel versorgt, wa? Skalle Tower Verfügung über ein stabile Außensicht, das ist mit Brenngel getränkt, innere Geschütze Schiffes. Was bist du für ein Ding hier? Oh, hi. Blendwolf. Moment. Oh, friert gar nicht ein. Schade. Okay, war hier gerade noch ein anderer? Ja. Nein, voll daneben. Yeah! Oh, wo ist das Kackviech hin? Dankeschön. Aha. Das heißt, ich darf dieses Riesenviech jetzt wahrscheinlich lebendig machen. Das will ich eigentlich gar nicht. Bin ganz ehrlich. Voll das versteckte Ding dahinter. Okay. War aber nicht relevant.
Ja, gucken wir uns erstmal hier nochmal genauer um. Achso, Gefährdung durch Brenngel. Ach. Okay, da ist was Rotes, eine rote Wand. Der Schwefelstein. Oh. Okay, warte mal. Oh ja, geht einfach so kaputt, okay. Soll ich jetzt irgendwas machen? Ah. Okay. Achso, jetzt darf ich wahrscheinlich die ganzen Dinger kaputt machen. Und da sind gerade irgendwelche kleinen Viecher vorbeigeflogen, die ich wahrscheinlich auch hätte scannen müssen. So ein Scheiß. Ja, haben wir jetzt halt mal Pech gehabt. Hallo, komische Wand. Gut. Achso, wahrscheinlich muss ich das... Naja, habe ich mir schon gedacht. Nee. Hui. Achso, ich hätte gedacht, ich muss das dann ganz zum Schluss machen, nachdem ich dann alle da rausgeholt habe. Sehr gut. Gut. Piu. So, da ist gar nichts, okay. Hm. Kann ich das einfrieren? Tatsächlich. Ah, okay. I got it. Oh, schaffe ich das noch? Au. Voll mit der Fernbedienung gegen den Schreibtisch wieder geklatscht. Nein! Ah, ich wusste es. Versuchen wir es nochmal. Ich weiß aber gar nicht, wo ich lang muss. Hier gibt es irgendwie mehrere Wege. Oder komme ich gar nicht lang, wa? Ne, da ist gar nichts. Okay. Schön zu wissen. Bleh. Noch was? Waren das schon alle? Waren sicherlich nicht. So. So. Ah, okay, einer fehlt noch. Man kann auf dieses Ding springen. Ist ja cool. Das können wir schon einfach so abschießen, wa? Nö. Ah. Ah, okay. Intelligent. So, mein Lieber, jetzt bist du befreit. Was sagst du jetzt? Kriegstreiber, weiß ich nicht. Ui. So, jetzt zeig mal, wie ein richtiger Hase aussieht. Was soll das sein? Und einfach so ein Ding. Ah, okay. Ich sehe schon, was das ist. Ihr sicherlich auch. Da oben. Das ist eine W-Kuhle für den späteren Boostball. Nicht wahr? Naja, muss ich auch nochmal scannen, sobald ich das zugehörige Item habe. Das darf ich nicht vergessen. Und da komme ich aber noch nicht lang. Das heißt, wir gehen erstmal. Eine coole Rolle. Erstmal unten lang. Denn das ist nur logisch. Oh. Samus. Sie werden in 24 Stunden sterben. Achso, das, was wir schon mal einmal hatten da. Naja. Ich verklag euch bald. Wie Schadensersatz. We are sorry. Das ist ja ein toller Tipp. Toll! Sie sagen uns einfach, ja, gab eine Überreaktion. Ach, habe ich schon herausgefunden. Ja, wir arbeiten weiter dran. Ende. Toll. Hättet ihr mich auch dann anrufen können, wenn ihr wirklich was herausgefunden hättet. Krakenulbau. Die Bauten waren sonst in Prime immer wichtig, mitzuscannen. Kristallisiertes Brenngel. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss gleich mal fett niesen, Alter. Ha. Wusste ich doch, dass es so geht. Ah. Ui. So, oh, ich höre einen Missile-Container mal wieder. Oder irgendein Item. Nein. Was tust du? Kann ja. Ich kann auch unten hin hier, okay? Ah ja, okay. Ich höre es laut und deutlich. Aha. Kann ich das schon kaputt machen? Sag mal beeinträchtigt. Also einfach so. Ha.
Oh, sogar ein Energietank. Alter Vater. Voll billig versteckt irgendwie. Und vor allem die Energietank ist immer so übel versteckt. Sehr schön. Jetzt juckt meine Augenbraue. Ah, Moment. Hier. Verzieht euch. Scheiß Wespen für Arme. Naja, was heißt für Arme? Die sind riesig groß. Ja, das wieder richtig hinsetzen. Oh. Wow, sehr gut. So, ihr habt da irgendwo so ein... Komm her. Achso, ist so ein, der Bau da, ne? Ja, die sollte ich vielleicht mal in die Luft ballern. Ah. Immer schön die Nester mit... Dingens Kirchen in die Luft sprengen mit Raketen. Missiles, das geht immer. So, muss noch so ein Bau. Hm, hier geht's nicht weiter. Doch, hier geht's weiter. Komm ich doch gar nicht rüber, oder? Ah, guck mal, da ist wieder kristallisiertes Brenngel. What? Da auch. Muss schon treffen. Aha. Okay. Ich erinnere mich sogar daran. Ich glaube, damals habe ich deutlich länger gebraucht, um das zu checken. Um das zu checken. Aber jetzt ging's ja. So. Jetzt bitte keine peinlichen Runterfalltode mehr. Okay. Oh. Shit, hätte ich mal scannen sollen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das schon habe. Ah, ich sowieso. Ja. Hi. Warum sind die hier überall? Nein! Voll verzogen. So. Dankeschön. Und irgendwas war da gerade rot. Hat das gerade unwissentlich in die Luft geballert? So ein Scheiß. Naja. Haben wir Pech. So, was ist das denn jetzt hier? Irgendwelche Energiezellen? Ersatzlager mit föderierten Waffen wurde offenbar länger nicht in Anspruch genommen. Ah, guck mal, wir sind ja schon fast hier, ne? Wir sind hier, ja gesagt. Sieht mir nach einem dicken, dicken Rätselraum aus. Den kenne ich sogar noch, diesen Raum hier, ja. Wir sehen schon, hier könnte eventuell mal bald ein Schiff landen. Eventuell. Oh, vorangegangen. Ups. Hallo. Oh mein Gott, es sind Blendwölfe. Die haben wir noch nie besiegt. Lol, boah, ich bin voll eingefroren. Eingehitzt, eher gesagt. Boah, ganz ehrlich. Bam! Bam! Ja? Achso, kommt noch mehr. Guck mal, hier so eine... Warte mal dann. Mal kurz gucken, habe ich den? Okay, habe ich. Ich will jetzt eigentlich ungern so viel Energie verschwenden. Ja, guck, wie schnell wie der tot ist. Bei den Viechern vielleicht nicht so wichtig. Oh. Oh, es hört ja gar nicht mehr auf. Was ein Stress, Alter. So. Das ist eigentlich ein Zeitschalter, sowas. Du musst es in einer bestimmten Zeit drücken, bevor neue kommen. Nee, Quatsch. Erstmal umgucken. Oder alles scannen. Und vergessen halt was, ne?
Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen zu übervorsichtig. Ich gebe es ja zu. Aber lieber so, als gar nicht. Oder so. So. Was willst du mir sagen? Tut? Achso, soll ich wieder rausfahren. Okay. Auch der coole Kran ist wieder da. Wenn es ein Kran sein soll. Aber was bringt mir das? Ich komme hier ja scheinbar nirgendwo wirklich hoch. Was ist denn das überhaupt? Pio. Ah. Leben statt Rakete. Toll. Ja, ist ja schön. Achso. Ah, guck mal. So, ist von oben. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Habt euch darüber mal gedacht. Aber die Fahrstuhl übersehen. Guck mal, da werde ich eingesaugt. Werde ich da eingesaugt? Ich werde bei beiden ausgesaugt. Okay. Guck mal, da ist so ein Ding vor. Eieiei. Achso. Hahaha, Energiezelle geborgen. Irgendwo werden die, glaube ich, auch angezeigt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo. Oh, orangene Tür. Die muss ich doch gleich mal scannen. Ohohoho. So, irgendwelche relevante PCs hier? Nö. Nur irgendeine mega rote Platte. Das ist natürlich das Shot, was wir aktivieren müssen. Hm. Dann wieder zurück. So, keine Ahnung, wie man eine orange Tür aufmacht. Keine Ahnung, was es soll. Tür verfügt über schwaches Energiefeld. Abstimmung lässt sich nur durch untemperierten Feuerstoß. Shit. Achso, guck mal. Ui! So, das Netz. Ich würde sagen, das Netz habe ich in die Luft geballert. Hehe. Irgendwie nicht. Lieber gleich springen. Da komme ich doch nicht rauf. Oder? Nö. Nein! Oh. Biau, jetzt haben wir nochmal diesen Scheiß auf Fahrstuhl fahren hier. Oh, jetzt hat das Ding nicht funktioniert. Dann. So, ganz ruhig. Wollte mich verarschen. Okay. Das Ding ist kaputt. Schön zu wissen. Danke. Wo muss ich jetzt hin? Ich komme doch gar nicht weiter. Ah ja, jetzt komme ich hier ran. Ah, okay. Oh, das war arschknapp. Sehr it not goes continue. Profi Englisch. Hm. Okay. So, jetzt upgrade ich eben noch um diesen Part holen, dann bin ich glücklich. Dann haben wir alles. Kann ich diese Scheiße hier auch endlich mal beenden. Ah. Cooler Mechanismus. Okay, jetzt können wir unser Schiff da landen lassen. Ich frage mich jetzt nur, ob wir dann wirklich gleich das Item
ins Gesicht geklatscht bekommen oder ob wir noch irgendwas machen müssen. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch, ne? So, ich müsste jetzt eigentlich gehen. Genau. Solange des Kampfes muss in den Weg geräumt werden. Achso. Ich muss das Ding wieder runterfahren. Da hat sich gerade der Pointer verabschiedet, aber ich saß auch viel zu weit vorne. So, jetzt runter damit. Sei doch ruhig, so jetzt. Landen. Dicke, ich bin mir bis heute nicht sicher, was die da sagt. Hallo Schiff. So, wahrscheinlich muss ich das jetzt wieder hochfahren. Oder so. Irgendwie ein bisschen unlogisch. Aber... Erweiterung des Kampfschiffs abgeschlossen. Neues Waffensystem installiert. Bordmissile ist einsatzbereit. Ah, genau. Und das können wir jetzt irgendwie machen. Wie auch immer. Ich glaube, wenn wir dann an entsprechenden Orten sind, können wir einfach sagen, yo, da lenkt mal das Schiff rauf. Balabalabum. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war Metroid Prime 3 für heute. Und in der nächsten Folge machen wir mal irgendwelche Scheiß. Mal gucken, was wir damit anstellen können. Wieder ins alte Gebiet zurück. Und diesen Keim da mal in die Luft sprengen, nicht wahr? Vielen Dank fürs Zuschauen. Kopfkratzen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.